Hallo, Servus und moin, moin, liebe Mittelalterfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir wollen mal zusehen, dass wir so langsam an die Kohle kommen, damit wir auch die Holzkohle für den Vatern kriegen, ne? Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. So, und jetzt brauchen wir Hilfe mit Kunesch. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! So, ihr lenkt ihn ab. Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Na, er ist ja ganz entspannt. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. So ein Dreck. Dafür wirst du sterben. Und ich habe ja keine Ausdauer, ne? Ich habe ja echt keine Ausdauer. Genug, genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe. Kapiert? So, wir haben den Schlüssel. Hey. Hey. Und dann wollen wir uns hier mal umschauen. Ja. Da ist wirklich nicht viel, ne? Er mault noch rum. Da ist ja echt nix. Schicke Hütte, die er hier hat. Echt schicke Hütte. Ich schätze mal, hier dürften sich... Jo, das ist doch wunderbar. Genau, das haben wir nämlich gesucht. Die nehmen wir auch noch. Wie sieht es mit euch aus? Die kann ich nicht nehmen. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor sie weg sind. Eine Ladenwache gibt's. Also dürfen wir hier wohl erstmal nichts klauen, ne? So, wo haben wir denn noch, Hey, Pip! Willst du was lernen? Nö, denk nicht. Danke. Wie du willst. Heil dem Helden! Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Na, sie schaddert. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahinsiechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Naja, besser jetzt. Also gut. Als nie. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Dann wollen wir mal ein bisschen Kampfkunst erlernen. Ah,
Also ich habe die Musik zwar leiser gedreht, aber die passt doch echt wunderbar dazu. Na, lauf mal. Echt cool gemacht, ne? Auch wie die so vor einem weglaufen. Also ich mach das ja, wenn so diese kleinen Details halt auch stimmen. So, dann wollen wir mal. Na, kann's losgehen? Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Also die Kampfmechanik soll ja nicht so ganz einfach sein. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Moment. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. So, zuschlagen und die Richtung wählen. Jawohl. Genau. Gut. Gut. Nochmal. Sehr gut. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Sehr gut. Jawohl. Nicht schlecht. Nochmal. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Wissen wir bitte mal dann. Brauchen auf jeden Fall noch mal. Jawohl. Jetzt kapierst du's. Eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Damit haben wir unseren. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Ach, das war's schon wieder. Aber das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir machen uns dann mal auf zu unserer nächsten Aufgabe. Denn, was brauchen wir noch? Bier und die Kohle auf jeden Fall erstmal. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Nein, ich sehe immer so aus. So, lass uns handeln. Holz 50. Für je 0,5. Also okay, dann gehen wir erstmal in den Verkauf. Was können wir denn loswerden? Die Axt, den Hammer, die Nägel. Und wir können auch noch versuchen zu feilschen, ne? Lässt sich was am Preis machen? Ja? Ja, war eine Frage. So, wähl die Menge, die du da mit W und S und bestätige mit I. Alles klar.
Kaufen und beim Verkaufen. Okay, wir versuchen es einfach mal. Statt 5,2 machen wir 5,6. Versuchen wir einfach mal. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. 5,5. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Wunderbar, coole Sache. So, dann müssen wir jetzt noch die Holzkohle besorgen. Wie viel waren das? Und das ist die, das Journal finden wir hier. Ein Sack Kohle. Alles Gute. Aber was ist ein Sack? Das? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt ein Sack? So, wir prüfen mal den Warenkorb. Und versuchen auch hier wieder zu feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? So, 05 Villa, 04. Einverstanden? Du bist ein Knauser. Villa nicht, ne? Na gut, bei den kleinen Preisen. Da schlag ich zu. Bei den kleinen Preisen wird's wohl nicht machen. Kauf ein 1 bis... Ah, okay, dann heißt 10 Stücke brauchen wir, um den Sack voll zu kriegen. Alles Gute. Dann brauchen wir halt noch die 9 und können jetzt noch mal versuchen zu feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Jetzt sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Wir versuchen es mit 4,2. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. 4,3? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ja, das mit dem Feilschen ist eigentlich auch eine ganz nette Sache dazwischen, ne? So, dann brauchen wir jetzt noch das Bier. Gott schütze dich, Heinrich. Moinsen. Bianca, grüß hallo. Dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Deine Schönheit natürlich. Natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Jawohl. Aber natürlich. Ja, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich,
Ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Retterschnaps. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Yes. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Willkommen, Heinrich. So, speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Oder wenn du in einem Bett schläfst. Okay, das heißt, dann haben wir noch ein paar Speichermöglichkeiten dazu. Hier nochmal eben so ein bisschen umschauen. Okay, das haben wir nicht, dass wir da jetzt die Fußspuren hinterlassen oder so, aber egal. So, unsere letzte Aufgabe, den Parierstab für das Schwert besorgen. Und ich denke mal, das ist sowas wie eine kleine Einleitung. Dann geht's jetzt zur Burg. Hallo, seid gegrüßt. Sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Komm, wir verpetzen ihn. Ich war eben im Wirtshaus. Wir verpetzen ihn. Der Deutsche zerriss sich über den König das Maul und meinte, Sigismund sollte König sein. Der Bastard. Eines Tages schlägt ihm einer die Zähne ein, wenn er nicht die Klappe hält. Und dann war da ja noch diese Kleinigkeit mit der... Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Razzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kannst kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Puh, wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Ja, ich muss sagen, auch die ganze Vertonung mit den Gesprächen und so gefällt mir auch sehr gut. Also erster Eindruck von dem Spiel... Heinrich. Hallo. So, der Ersteindruck vom Spiel ist auf jeden Fall, dass ich sagen würde, da lohnen sich schon ein paar Folgen, oder? Was meint ihr? So, hier die... Nee, warte. Warte, bevor irgendetwas dazukommt, schauen wir uns nämlich nochmal weiter im Haus rum. Nö, aber da war ja auch nichts weiter, ne? Da war ja nichts mehr weiter. Das Essen hatten wir alles aufgehoben. Schauen wir mal kurz ins Inventar. Sattheit 54, da müssen wir noch mal ein bisschen was machen, denke ich. Ist in Ordnung. Und
Und damit vollenden wir jetzt einfach mal unser Schwert. Nicht unser Schwert, das Schwert. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Das ist so schön. Da braucht man kaum Reden. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, kommst du auch nicht den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein,
Aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Oh, schickes Schwert, ne? Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Hi, Theresa. Die Nägel... Da haben wir es ja. Was haben wir da noch? Ringelblumenaufguss und Verbände. Komm, wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Auch ein fröhliches Mädchen, ja? Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Das reicht. Wie auch immer. Ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Auch eine nette, oder? Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen, Herr. Möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft.
Also die ganzen Sachen mit den Szenen und so ist echt filmreif, muss ich sagen. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Scarlitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Also momentan ist es echt wie ein Film, ne? Das sieht nicht gut aus. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Schaffen! Lauf!
dein Pferd und reite nach Teilberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. So, damit, Olli, wir werden noch verfolgt, das ist jetzt ein bisschen doof, denn wir hatten gerade einen Speicherpunkt. Wir sterben einfach mal, würde ich sagen, oder? So muss das sein. Okay, wir hatten gerade den Speicherpunkt, bei dem wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Bis jetzt finde ich es echt ganz cool. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, liebe Leute, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn noch nicht geschehen, nehme ich natürlich auch gerne Abos dazu, kostenlose Abos. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt von Kingdom Come Deliverance, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis dann, Leute, und bleibt gesund.